Hallo und herzlich willkommen zu Cyrils Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils und jetzt reden wir über das Fazit von Realm of Heroes aus dem Hause Mr. B Games. Ja, zu Realm of Heroes gibt es echt eine Menge zu sagen. Wirklich richtig viel. Also, erst einmal ein variables Board für ein Area-Control-Spiel, ja, das sich fast ein bisschen wie Risiko anfühlt. Ist natürlich ein hoher Glücksfaktor. Da geht der Verlag in ein hohes Risiko, das zu machen. Ehrlich gesagt, mich persönlich hat es überzeugt. Ich fand das gut. Ich fand das toll. Dadurch ist man natürlich auch eventuell gleich beim Austeilen auf der Verliererstraße. Dafür gibt es die Szenarien, die sind wirklich ausgeglichen, absolut. Aber das kann passieren. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein relativ kurzes Spiel, wenn man das mal mit Risiko zum Beispiel vergleicht, was ja ein echter Markenschlager oder Klassiker ist. Was ich ein bisschen schade finde, ist die Tatsache, wenn man wirklich zurückfällt hier, wie Blau eigentlich an einer bestimmten Zeit, dann ist Blau eigentlich unten. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, war Rot von Anfang an die überlegene Macht hier auf der Seite und hat sich dann so rübergebracht. Der Clou war hier, dieses T-Stück quasi mit in der Mitte sitzen, dem Wizards Keep, das war sicherlich sehr klug. Nichtsdestotrotz können sich natürlich auch Spieler zusammentun und dann dagegen kämpfen. Und da kommen wir zu etwas, was ich ganz besonders mag an dem Spiel. Also, ihr habt eine Dreispieler-Variante gesehen, die ist so. Es gibt aber auch noch weitere Farben hier, braun und orange. Und damit kann man bis zu 6 Spielern spielen. Klar macht man dann das Feld auf 7x7 oder 8x8. Das wird dadurch größer. Aber dann wird es natürlich auch gut. Dann kommt dieser Diplomatie-Effekt rein, dass man Allianzen bildet. Wenn dann alle immer auf den größten spielen, kann das Spiel auch mal relativ lange dauern dadurch. Relativ, also mal über eine Stunde oder über anderthalb vielleicht rausgehen. Aber dann wird das richtiger Kampf hin und her. Und dann gibt es auch noch weitere Erweiterungen, wo es neue Leute dazu gibt. Es gibt Paladine, es gibt Champions, es gibt Guardians, es gibt Illusionisten, es gibt Magicians, es gibt Enchanter, es gibt Assassine, es gibt Diebe, es gibt Räuber, es gibt Druiden, es gibt Warlocks, da kenne ich mich ja in den deutschen Unterschieden kaum noch auf. Es gibt Heiler. Also ihr seht schon, es kommen eine ganze Menge neue Truppenelemente rein. Die kann man alle reinbringen. Und dann gewinnt das Spiel natürlich an Fahrt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man es mit wenig Spielern spielt, ist das geht das relativ schnell in so eine Richtung, dass man dass eigentlich der Spieler nach kurzer Zeit, der Sieger nach kurzer Zeit feststeht und eigentlich dann auch kaum noch was dagegen zu machen ist. Spielt man das mit mehreren, ist das wirklich ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Und dann gibt es diese Koalitionen, diese Allianzen, die man dann natürlich auch zu einem gewissen Punkt brechen kann. Und ja, dann wird das Spiel richtig packen, dann wird das richtig gut. Ja. Also, Realm of Heroes, ein Spiel, wo ich sagen muss, es hat mich insofern überzeugt, wenn man Risiko mag, und es gibt ja genug Leute, die Risiko mögen, dann ist das hier sicherlich eine ganz, ganz tolle Alternative. Hasst man Area-Control-Spiele, ist das überhaupt nichts. Mich hat es überzeugt insofern, dass ich sagen kann, ich bin kein großer Risiko-Fan, ganz ehrlich, aber dieser schnelle Kampf direkt ins Gesicht, ist ein schöner Risikoersatz, den ich eigentlich, ich mag, es ist eine kleine Box, also es gibt viele Aspekte, die ich gerne mag. Ich kann allerdings auch auf der anderen Seite sehen, dass es ist ein kleiner Herausgeber. Mr. B Games ist ja jetzt keine große Firma. Hätte das ein großer herausgebracht, dann wäre das vielleicht sogar ein Riesenknaller geworden. So bleibt es wahrscheinlich ein Nischenspiel, was wie gesagt für den einen oder anderen genau das Richtige ist. Alles Gute, euer Nils, Cyrils Brettspiele durchgespielt. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich wieder was Neues durchspiele. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.